Setze oder lege dich in eine angenehme und bequeme Position, zum Beispiel auf einen Sessel oder eine Decke. Schließe deine Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme ein und füll deine Lungen komplett und lass die Luft dann durch deinen Mund komplett wieder ausströmen. Wiederhole dies noch 2 bis 3 Mal und atme dann normal, aber tief und ruhig weiter. Stell dir vor, dass beim Einatmen weißes, reines Licht aus dem Universum in dich strömt, deine Lungen füllt und sich in deinem Bauchchakra, deinem Sonnenzentrum sammelt. Mit jedem Ausatmen gibst du allen Stress, alle Sorgen und alle Ängste an das Universum ab. Lass mit jedem Ausatmen alles los, was du nicht mehr brauchst. Erlaube es deinem Körper, sich mehr und mehr zu entspannen. Lass sich das weiße Licht aus deinem Bauch ausbreiten und warme Entspannung über deinen ganzen Körper bringen. Deine Füße eingehüllt von weißem Licht, purer Entspannung. Deine Beine weiß leuchtend, warm, entspannt. Dein Gesäß und deine Hüfte weiß strahlend, voller Entspannung. Bauch und Brust werden durchströmt von weißem Licht, werden weich, warm und entspannt. Der untere und obere Rücken, weißes Licht, Entspannung. Die Hände in weißes Licht getaucht, warm und weit. Die Arme Licht durchströmt, ganz entspannt. Auch die Schultern in weißes Licht getaucht, locker, losgelöst,
Hals und Nacken. Weiß leuchtend. Ganz entspannt. Dein Hinterkopf ebenfalls durchströmt vom weißen Licht. Ganz entspannt. Dein Gesicht in weißes Licht getaucht. Pure Entspannung. Deine Scheiteldecke erstrahlt in weißem Licht, wird weit, frei. Alle Muskeln, alle Organe und alle Zellen werden eingehüllt vom weißen Licht. Eingehüllt von purer Entspannung. Dein ganzer Körper ist eingehüllt von weißem Licht. Dein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Sende nun eine Bitte an deine geistigen Helfer, an das Leben, das Universum, dass sie dich unterstützen mögen auf dieser Reise, auf deiner Suche nach deinem Krafttier. Du bist ganz entspannt. Ganz ruhig. Vollkommen sicher. Lass deine Augen weiter geschlossen, aber richte den Blick nach oben, hin zu dem Punkt etwas oberhalb deiner Augenbrauen, deinem dritten Auge. Behalte diese Augenposition so lange bei, wie es angenehm für dich ist. Auch deine Augenmuskulatur braucht Zeit, um sich zu dehnen und sich an diese ungewohnte Position zu gewöhnen. Du kannst deine Augen zwischendurch immer wieder entspannen, um später wieder in diese Position zurückzukehren. Konzentriere dich nun auf dein drittes Auge. Spüre vielleicht diesen leichten Druck auf der Stirn. Stell dir vor,
dass du am Eingang eines Tunnels stehst. Das Licht im Tunnel ist gedämpft und der Weg durch den Tunnel führt leicht aufwärts. Stell dir vor, dass du langsam vorwärts gehst, tiefer in den Tunnel hinein und dabei immer höher aufsteigend. Mit jedem Schritt spürst du, dass sich dein Astralkörper von deinem physischen Körper löst. Deinen physischen Körper, deine Hülle, lässt du mit jedem Schritt mehr zurück, bis du irgendwann nur noch mit deinem Astralkörper weiter voranschreitest. Frei. Ungebunden. Aber weiterhin völlig sicher. In der physischen Welt bleibst du weiter mit deinem physischen Körper verbunden. Aber nun nutzt du deinen Astralkörper, um in die spirituelle Welt überzuwechseln. Mit jedem Schritt löst du dich mehr und lässt deinen physischen Körper los, um in die spirituelle Welt überzuwechseln. Dein physischer Körper ruht ganz sicher auf deiner gewählten Unterlage. Dein Astralkörper wandert nun frei, aber ebenfalls völlig sicher durch diesen Tunnel. Wenn du möchtest, kannst du dir während der Reise jederzeit wieder diesen Tunnel vorstellen und so in deinen physischen Körper zurückkehren, da du jederzeit mit ihm verbunden bleibst. Immer weiter läufst du nun diesen Tunnel entlang, losgelöst und frei. Und am Ende des Tunnels nimmst du ein Licht wahr, eine Öffnung. Du gehst weiter auf diese Öffnung zu, kommst bei der Öffnung an und damit auch am höchsten Punkt dieses Tunnels.
blickst nach draußen und du siehst, dass du auf einem Berg hoch über der Stadt oder dem Dorf stehst, in dem du lebst. Du spürst, dass jetzt und hier alles möglich ist. Und du beginnst, den Berg hinabzurennen. Rennst so schnell du kannst. Im Rennen streckst du deine Arme weit aus. Wirst immer schneller und stößt dich dann kräftig vom Boden ab, hoch in die Luft. Und in dem Moment, wo deine Füße den Kontakt mit dem Boden verlieren, verwandelt sich dein Astralkörper in einen wundervollen Vogel. Deine Arme werden zu riesigen, farbenfrohen Schwingen, die dich mit dem Wind hoch in die Luft und über die Häuser tragen. Du fliegst. Die Landschaft zieht unter dir vorbei. Du lässt die Häuser und Straßen hinter dir. Du fliegst über Wälder, Bäche und Flüsse. Fliegst immer weiter. Frei. Und vollkommen sicher. Irgendwann erreichst du das Meer. Tiefblaues Wasser unter dir. Die wärmende Sonne über dir. In der Ferne erblickst du eine Insel. Du fliegst näher heran. Und du erkennst, dass in der Mitte dieser Insel ein alter, ruhender Vulkan liegt, aus dem sich ein riesiger Wasserfall ergießt, der in eine wunderschöne Lagune am Fuße des Vulkans mündet und sie mit frischem Wasser versorgt. Du fliegst zum Rand dieser Lagune, die von hohen Palmen und weißem Sand gesäumt ist. Und als du diesen weißen Sand im kühlen Schatten einer Palme berührst, verwandelt sich dein Astralkörper von einem Vogel wieder in deine menschliche Gestalt. Nimm dir etwas Zeit, dich wieder an diese Form zu gewöhnen und die Lagune zu erkunden. Musik.
Die Luft hier riecht nach frischem Wasser und süßen Blumen. Du spürst die kühle Gischt des Wasserfalls auf deiner Haut. Die Insel, auf der du angekommen bist, nennt sich das Reich der Tiere. Alle Tiere, die es jemals gab oder jemals geben wird, leben auf dieser magischen Insel. Völlig frei von Zorn oder Leid. Völlig frei von Gewalt. Auf dieser Insel können sie einfach nur sein und existieren so in wundervoller Harmonie miteinander. Stell dir nun vor, wie du dich unter eine der schattenspendenden Palmen setzt. Den Blick auf das türkisblaue Wasser der Lagune gerichtet. Lass dich in eine ganz entspannte Position sinken. Ganz bequem im weichen Sand, sitzend oder liegend. Gelange innerhalb dieser Meditation in einen noch tieferen meditativen Zustand. Rufe nun in deinen eigenen Worten nach deinem Seelenführer, deinem Krafttier. Und bitte es, sich dir zu zeigen. Bleibe dann einfach ganz entspannt. Geduldig wartend. Beobachte deine Umgebung und gib deinem Krafttier Zeit, sich zu zeigen. Du wirst es erkennen, wenn es soweit ist. Vielleicht kommt es zwischen den Palmen hervor. Vielleicht über den Sand gelaufen. Vielleicht aus dem Wasser. Dein Krafttier zeigt sich dir auf seine Art.
Wenn ein Krafttier dir noch nicht erschienen ist, dann warte ruhig noch weiter und nutze die Zeit, um weiter zu entspannen. Vielleicht ist es auch noch nicht die Zeit dafür und du kannst diese Meditation einfach ein anderes Mal wiederholen, wenn du vielleicht besser und tiefer entspannen und dich weiter öffnen kannst. Bleib aber auf jeden Fall noch unter der Palme sitzen, bis ich diese Meditation beende. Wenn dir dein Krafttier erschienen ist, dann kannst du ihm nun alle Fragen stellen, die du möchtest und die dir auf dem Herzen liegen. Du kannst zum Beispiel nach seinem Namen fragen, welche Stärken es dir bringt, was du von ihm lernen kannst oder auch um Lösungen für Probleme bitten. Nutze nun die Zeit mit deinem Krafttier. Verabschiede dich nun langsam wieder von deinem Krafttier und danke ihm aus ganzem Herzen dafür, dass es sich dir gezeigt hat und für die Antworten, die es dir gegeben hat. Wenn du deinem Krafttier nicht begegnet bist auf dieser Reise, dann sei nicht enttäuscht, sondern komm einfach zu einer anderen Zeit wieder hierher zurück. Stell dir nun vor, wie du dich wieder vom weißen Sand erhebst. Du streckst deine Arme weit aus, gehst in die Knie, stößt dich fest vom Boden ab und verwandelst dich wieder in einen wunderschönen, farbenfrohen Vogel mit großen Schwingen. Du erhebst dich in die Lüfte, weit über die Lagune, fliegst zurück über das Meer und hin zu dem Tunnel, aus dem du gekommen bist.
dann im Tunnel an. Und sobald du ihn betrittst, verwandelst du dich wieder in deine menschliche Form. Schritt für Schritt läufst du nun im Tunnel zurück zu deinem physischen Körper. Mit jedem Schritt, den du gehst, kommst du ein Stück mehr in deinem physischen Körper an. Dein Astralkörper und dein physischer Körper verschmilzen wieder in einer wundervollen Harmonie miteinander. Und du nimmst all die Erfahrungen, all die Eindrücke und Antworten mit aus der spirituellen Welt hinein in die grobstoffliche Welt, in der du lebst. Danke deinen geistigen Führern, dem Universum, dem Leben für ihre Hilfe und ihre Unterstützung auf dieser Reise. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und fang an, deinen physischen Körper wieder ganz bewusst wahrzunehmen. Deine Füße und Hände, deine Beine und Arme, deinen Rumpf, deinen Kopf, dein Gesicht, nimm den Raum um dich herum wahr und die Unterlage, auf der du liegst oder sitzt. Und beginne dich langsam zu bewegen und lass die Bewegungen in deinem eigenen Tempo größer werden. Mach all die Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Und wenn du dann gleich deine Augen öffnest, dann nimm dir einen Moment Zeit, deine Erlebnisse während dieser Meditation für dich festzuhalten. Zum Beispiel, indem du sie aufschreibst, jetzt, wo sie noch ganz klar in deinem Bewusstsein sind. Je öfter du deinem Krafttier begegnest, desto intensiver und einfacher wirst du seine Präsenz wahrnehmen können. Wirst es vielleicht auch außerhalb der Meditation bei dir spüren und es vielleicht immer rufen können, wenn du seine Hilfe benötigst. Nimm nun noch einen tiefen Atemzug und wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen.